Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together Resident Evil mit Bodi aus Huhu. Moinsen ihr Lieben. Ja, parallel, ich hab's wieder falsch gesagt. Kein Ding, alles gut. Mich. Ja, ist auch egal, denn wir haben Mutti down und wollen uns jetzt hier noch kurz umgucken und dann in das nächste Verderben rennen. Auf jeden Fall. Wollen wir uns reichlich gönnen, okay. Ich bin jetzt hier draußen und hier geht eine Leiter runter, die wollte ich jetzt nehmen. Ach, du bist draußen? Da unten steht ein Rasenmäher, also nicht direkt draußen, aber da auf diesem, wo hier Pflanzen wachsen, warum auch immer, Alter. Und hier geht eine Leiter runter? Bei mir kann ich hier nur runterspringen oder so. Nee, da sind zwei so eine offenen Löcher. Ah, da, ja. Hast du recht. Ja. Und auf der... Oh, Brennstoff. Alter, hier gibt's so viele Scheiße noch. Ey, so viele Munition. Ja, lol. Ich hätte... Was zum Fick ist dieses Geräusch? Der Wind. Das ist aber ein schön dummer Wind. Das klingt, als würde hier irgendwas massiv einbrechen. Ja, ich hätte echt runtergucken sollen, als ich gesagt habe, runter. Ich muss auch mal auf mich selber hören. Mann, so. Ja, oh, auf Digga, Mund. Jetzt habe ich es auch gehört. Irgendwas ist umgefallen, Alter. Ja, Mann, irgendwas war nicht cool. Gar nicht cool. Nee. So. Hier liegt ein Haufen. Jawohl, hier ist noch flüssige Chemikalien. Ich habe keinen Platz wieder. Oh, hier gibt es so viel. Erste Hilfe liegt hier noch. Ey, wir müssen Mann, definitiv einmal hier abstauben. Hier. Auf jeden Fall nochmal hergucken. Ja. No. Gerade nochmal rum, hier geht auch was auf. Pistolenmuni, Haufen Munition. Ey, lol. Was ist mit dieser Tür? Ja, Pistolenmuni nehme ich. Hier ist eine verriegelte Tür, Digga. Verriegelte? Entriegeln mit F. Geil, ich hab, so weit bin ich noch gar nicht. Okay, dann guck ich mir auch noch ein bisschen so um. Chemikalien. Eigentlich dürfte hier unten ja nicht sein, das ist ja eigentlich noch Boss-Fight-Area. Eigentlich ja, ne? Im Fight schon sein müssen. Boah, Flintenmumpeln. Ja, den so. Spot müssen wir uns definitiv merken, wenn wir off-cam nochmal irgendwas suchen oder nochmal vorbereiten, wenn es zu so einem Mann geht oder Mutti nochmal irgendwie ein Zeichen sendet. Ey, ich glaube nicht, dass das von ihr schon war, also das denke ich nicht. Es wäre zu kurz, wenn man sich überlegt, was der Vater schon geleistet hat, ne? Alter, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wir brauchen ja nur so lange für sie, weil wir 3 Stunden brauchen, den Flammenwerfer zu bohren. Ansonsten dann haben wir ja auch schon weiter. Ja, ja, stimmt, wollen wir in die Tür noch reingucken? Welche Tür? Die du entriegelt hast? Ja, die ich entriegelt habe. Da links ja, quasi. Ja, da kommen wir wieder zum Anfang. Ach, du gehst da einfach durch, Alter. Ich kack mir ein, was dahinter ist. Ach, lol. Das ist die. Das ist die, okay. Was ich erzählt habe bei dem Sofa. Ah, ja. Da kam ich nicht durch. Okay. Ach, was so kaputt gegangen ist das Gitter hier. Das ist auch so zerbröckelt. Ja, Mann, stimmt, weil ihre Macht einfach nicht mehr da ist. Ja. Vielleicht ist sie wirklich tot. Finde ich gut. Ich weiß es nicht, Alter, ob sie wirklich tot ist. Ich gehe da jetzt einfach durch. Ich gehe da auch durch. Ich gehe jetzt Richtung Wohnwagen. Hier sind nochmal Pistolenmumpeln. Aber hier ist doch auch eine Tür. Komm mal hier raus. Entriegelt. Ach, das ist die Außentür unten, ne? Ah, die war von Anfang an zu. Okay, ja, gehen wir raus. Ja, auf jeden Fall zum Wohnwagen. Okay, das Licht ist ausgegangen oder was? Ne, es blitzt nur rum, okay. Also ich gehe zum Wohnwagen. Ja. Ich fühle mich dann auch sicherer, wenn ich das einfach wiederhole, weißt du? Ja, es ist einfach, man muss auch mit sich selber ab und zu reden. Hallo, bitte tötet mich nicht. Nee. Nur ein Reisender und hab mich aus Versehen hier verirrt. La 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 la. So, ich hab's geschafft. Oh, ja, yeah, geil, Alter. So, speichern. Das ist eine Wohltat, Ladies and Gentlemen. Hui. Oh, ich hab Nein gedrückt. Billig. Okay. Was muss weg? So. Spaltmittel. Ja, jetzt checken. Ja, so. Tja, ne. Ja, das Rad brauchen wir anscheinend nicht mehr, oder? Das war doch jetzt das Moody-Level. Ich hoffe. Das Rad jetzt weg. Ich glaube nicht, dass wir das Rad rennen. Granatwerfer brauche ich erstmal nicht mehr, weil ich habe keine Granaten mehr. So, siehste. Ja. Auf jeden, ja. Der ist ja auch. Nur richtig gut gegen sie, davon abgesehen. Ja. So. Habe ich nur diese Pistole? Mit? Ja, ich nehme wieder die Pistole mit. Wieder Pistolenmuni. Ja. Habe ich noch Chemikalie für Brennstoff? Ne, den Brennstoff gibt's ja so. Hä? Nee. Doch. Brennstoff kriegst du ja durch die Dosen. Ja, genau. Aber den kann ich auch machen aus Festbrennstoff, ne? Kannst du auch? Da habe ich Granaten rausgemacht. Ach so, ja, ja gut, das hatte ich ja nicht, das hatte ich ja nicht. Du hattest ja mehr Granaten als ich. Ja, genau. Ich hatte ja 3 und hab 3 verschossen oder so gefühlt. Ja, ich habe jetzt einen freien Platz. Die Laterne kommt dann noch weg, Haufen Munition. Ich habe 3 Plätze jetzt auch frei. 3, Alter, was ist Ja, ich bin alles weg, scheiß drauf. Holy shit, ja, alles muss raus. Ich habe hier noch 9 Pistolenmumpeln, die nehme ich auch noch mal mit. Okay. So,
Dann habe ich 30 im Reserve und 10 in der Waffe. Guck jetzt erstmal alle Waffen durch. Also Flammenwerfer, zack, 150. Pistole, 6, nee, doch 65. Schrotflinte ist ein bisschen low. Nee, das passt alles. Oh, starke Flüssige. Ja, nee, eigentlich bin ich gerade zufrieden mit dem, was so da ist. Ich könnte noch mal ein bisschen Brennstoff machen. Den mache ich noch mal fix und dann können wir auf große Abenteuer gehen. Yeah. Jetzt bin ich schon, wenn du bastelst, bin ich am Überlegen, ob ich ins Haus gehe und mir noch mal ein bisschen was hole oder so. Aber... ja, bin ja jetzt auch schon fertig. Ja, ich weiß. Das Leben ist hart. Das Leben ist hart. So. Okay, ja, wo müssen wir denn jetzt hin mit der scheiß Laterne eigentlich? Na, wieder zurück ins andere Haus. Ganz zurück ins andere Haus? Ja, weil da war doch diese Wippe. Na, wo ich mich das letzte Mal so erschrocken habe. Ja, ja. Ah, ja, 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 genau. Okay. Wir können durch Muttis Tunnel. Na, wo ist der denn? Na, hinter dem Wohnmobil. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich da durch will, aber ja, können wir. Auf jeden Fall. Naja, das Einzige, was passiert ist, Mutti. Und Mutti hat uns jetzt schon zweimal genug erschreckt. Also. Ja, also was könnte schon passieren? Was könnte möglicherweise schon schiefgehen? So, wo war denn hier befinkter Tunnel? Rechts, wenn du durchs Tor gehst, dann auf der rechten Seite. Okay. So, ich geh schon mal runter. Jo. Genau. Let's go! Mutti's Tunnel. Also Mutti ist für mich tot. Ich weiß nicht. Ihre Sterbeanimation irritiert mich sehr hart auf jeden Fall. Ja, aber allein schon, weil die Viecher dann auch weg waren. Weißt du, was ich meine? Ja, weil sie ihre Kraft komplett verloren. Ja, genau. Ich meine, Vater hat auch seine Kraft verloren, nachdem wir ihm dreimal in sich geschossen haben. Muss er sich auch kurz generieren. Weiß es nicht. Ich meine, sie hatte zwei Scares, sie hatte ihr Level mit Feuer. Ach, es war meine Taschenlampe. Huh. Ich dachte, hier macht einer Licht an über mir. Sie hatte ihre zwei Scares. Wir hatten das Level, wo wir vorher abhauen mussten. Sie hatte eigentlich, als wir Mia gespielt haben, auch ein Level. Ja. Ich reg mir das einfach weiter ein und geh jetzt durch die Tür. Ja, durch die Vogeltür. Durch die Vogeltür, ja. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Ihr spielt wer Klavier. Ja. Ich hab eben zwei Klaviertasten gehört. Ich auch. Digga, wo stand das Klavier? Wenn ich das noch wüsste. Das stand vorne links im ersten Raum. Im Raum. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was denn? Ja, ich höre es nochmal. Oh. Ich gehe da jetzt rein. Okay. Mit der Waffe im Anschlag, Alter. Keiner da. Oh Gott. Fick dich. Oh Gott. Oh, nicht sowas. Nicht noch kranke Geister-Scheiße. Ich gehe da auch nicht rein, ne? Oh. Bist du da drin gewesen? Ich bin da drin in dem Raum, ja, da ist keiner, Alter. Ich hab mir das genau angeguckt. Oh Mann, ey, auf so eine Scheiße habe ich jetzt gar keinen Bock. Nee, echt, das soll jetzt wieder chillig werden, so. Ich gehe jetzt um die Ecke, ich gehe jetzt zu der Wippe. Ja. Wir suchen ja bei The Way noch die Teile fürs Serum, ne? Das war das ein Arm? Der Arm müsste hier hinter sein. Der Arm müsste dahinter jetzt sein, naja. Vielleicht war das ja der Arm, der Klavier gespielt hat. Ich hänge jetzt die Laterne ran. Okay, so weit bist du schon. Ich gehe hier voll langsam ran, ey. Ja, ich bin geladen, Digga. So, ich hänge auch jetzt. Bist du jetzt soweit, die Laterne ranzuhängen? Ja. Okay. Ja, okay. Davon passiert original gar nichts. Also die Tür sitzt sicherlich offen. Ja. Wollen wir die Tür aufmachen? Wir machen jetzt die Tür auf. Jetzt du siehst. Oh, Krokodok, Alter. Oh Gott. Kinderzimmer. Echt. Ein scheiß dunkler Raum, Mann. Oh, ich hasse sowas. Oh Gott, meine Taschenlampe geht gleich aus, oder was? Ja, nee, oh, nee. Die Mucke. Hier ist was am Krokodil. Oh, hier ist irgendwas. Geh mal weiter, dann hämmert's an der Tür. Nee. Oh, so Gott. Eine Scheiße. Oh Gott. Ey, und guck mal, wie creepy dieser Stoff, den du da um die Ecke glinst, Alter. Craft, Alter, ich kann mich nicht überhaupt... Ich seh's nicht. Ah! Ah! Was denn? Scheiß Ball! Geh mal durch die Tür! Oh shit! Das ist hier dieses Mädchen, von der die immer in dem Tagebuch redet. Die spielt jetzt mit uns. Oh nein, Mann. Ich mag das Spiel nicht. Ey, ich hör auf, Alter. Nee. Das ist hier psycho-scheiße Kindermist. Oh, shit. Hat mir schon in Dead Space gereicht, dass da auf einmal Babys. Alter, das Bild auf dem Boden. My Family. Also, sie heißt Evelyn. Oh. Ey, das ist so eine richtig creepy, abgefuckte Dreckszeichnung. Geh mal am Sofa vorbei. Nee, will ich echt nicht. Am Sofa? Da steht sie dann aber nicht, oder? Nein.
Oh Gott, der Teddybär. Ja, Mann. Oh Gott, erste Endboss. Rostiges Fahrrad. Okay, sie ist nicht mehr in dem Raum. Also hoffe ich doch. Scheiße, hier ist ein... Oh, hast du den Schrank aufgemacht? Nein, soll ich mal aufmachen? Mach das. Oh Gott. Okay. Oh, ey. Das sind die Zeichnungen. Das sind die Zeichnungen auch im Keller gewesen. Als wir unsere Freundin geholt haben. Auf jeden. Aber was ist das für eine Zeichnung? Ein kaputtes Boot? Boot Titanic, oder? Es ist ein Boot. Ich glaube, es ist ein Boot. Also, weiß ich nicht. Es sind Kreise. Achso, da rechts daneben, ja. Es sind Kreise. Ja, wie heißt es denn? Bei den Puppen waren Kreise. So. Ja, das okay. Bei den, ja. Ich kann den Teddybären anfassen. Ich weiß nicht, ob... Ich mach's mal. Ja. Drehen. Nee, okay. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gefällt. Ich höre irgendwas Flüssiges im anderen Raum. Irgendwas pinkelt, ja, Mann. Machen wir die Tür auf? Ja, da sind bestimmt Schleimscheißer. Los geht's. Okay. Nicht? Nee, ist nichts. Ich hab noch nicht nach links geguckt. Ich sehe schwarze Scheiße, aber auf jeden Fall, da ist zugestellt. Ja, in der Tür ist auf jeden Fall Mist. Und da drüben, da kommen wir nicht durch. Wir können nur durch in den Mistraum jetzt, Alter. Okay, wollen wir? Ja. Los geht's. Hallo. Ah, fuck! Was denn? Oh. Was ist passiert? Was ist passiert? Na, bei mir sind irgendwelche Babypuppen vom Himmel gefallen. Nee. Was? Ein Gottes Willen! Ja, okay. Ich hab's noch nicht getriggert. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Hier ist eine Liste wieder. Das ist eine Liste, okay. Die Liste. Something's wrong. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Die Tür vor mir ist zugegangen. Oh Gott. Evelyn, das ist nicht lustig. Oh Gott. Alma war mir sympathischer. Zumindest im dritten Teil. Oh, scheiße, Alter. Oh Gott. Durch die Tür? Ja, durch die Tür. Ich stoße sie immer erst so auf und gucke dann. Okay, okay, rechts ist nichts. Geradeaus. So. Da ist. Ey, meine Tasche, wenn die gleich ausgeht, ich kann das nicht. Sie ist ausgegangen! Nein! Fick dich, ich sehe nichts. Oh Gott. Oh, steht die jetzt neben mir? Gehen wir weiter? Wenn wir den Part beenden an dieser Stelle. Weil jetzt passiert irgendwas Krankes. Ja, das will ich jetzt noch mit diesem, wenigstens noch in diesem Part. Ja, wenn das im nächsten Part so weitergeht, rast dich aus. Okay, dann gehen wir jetzt. Da liegt ein Ball. Da liegt ein Ball. Und eine verschlossene Tür bestimmt. Oh Gott. Verschlossen, nee, oder? Muss jetzt aufgehen. Die geht auf. Okay, geht sie auf? Ja. Ja. Oh nein, das Kinderbett. Wäre für mich richtig schlecht, Alter. Ja, Mann. Es ist einfach nur gerade sehr grausam. Puppenhaus geht auf. Ich gehe auf der anderen Seite lang. Da ist ein Zettel drin. Okay, das ist das Zimmer und da ist ein roter Kreis markiert. Die spielt einfach ein Scheißspiel mit uns. Die könnte uns einfach jederzeit in so ein Vieh verwandeln, locker. So, hier ist markiert. Hier ist auch ein Riss in der Wand. Ja, ich sehe ihn auch. Können wir den... Was soll... Oh! Ja, okay. Was, ach, komm. Was hast du gemacht? Duck dich und tritt gegen. Also geh gegen. Achso. Oh Gott. Oh, nee. Gott. Oh, was nee. Was ist denn das? Das ist das Kind. Das ist sie? Ja. Ich geh zu ihr hin. Nee, ich schieße erst mal in den Kopf, Alter. Dann nehme ich aber die Pistole für. Nichts. Okay, nichts passiert. Ist es schon gewohnt wahrscheinlich. Oh Gott. Ich nehme jetzt den Arm. Ja, okay. Oh, ist das bestimmt... Oh, das ist eklig. Oh mein Gott. Ich schätze, das ist er. Die Serie... Oh, es ist ekelhaft, Alter. Auf! Dreh dich nicht um. Oh Gott, ja. Ich sehe es. Ich sehe die Füße. Und sie läuft weg. Okay. Part zu Ende. Ja, ja. Alter, was? Diese so.
Sie hat uns gewarnt, dass wir nicht herkommen sollen. Wir kommen her und nehmen den Arm. Die hetzt uns jetzt alles auf den Hals, was sie hat, verfickte Scheiße. Kein Wunder, dass Mutti so einfach war. Oh Gott, ja, fuck. Das war, sie war einfach nur das Vorzeichen. Freunde, wir sehen uns im nächsten Part. Oder auch nicht. Bis dahin. Haut rein. Show Host. Macht's gut.